Kalimera, ich befinde mich gerade auf der ägäischen Insel Kos und Kos ist bekanntlich die Insel des Hippokrates, des Urvaters der abendländischen Medizin. Ich habe gerade auf einem Kongress für integrative Medizin vor über 100 Therapeuten einen Vortrag gehalten, der so ein bisschen über den Tellerrand des Tagesgeschäftes in der Medizin hinausblickt. Ich werde mal also nicht über eine bestimmte Krankheit oder einen Nährstoff sprechen, sondern wir werden uns eines breit gefächerten Themas annehmen. Medizin im dritten Jahrtausend zwischen Kompetenz und Kommerz, ein hochtrabendes Thema, aber keine Sorge, ich werde bodenständig bleiben und wir werden auch ins Konkrete gehen. Ich möchte Ihnen jetzt ein Bild zeigen, welches einen ganz großen Triumph der modernen Medizin widerspiegelt. Wir werden noch ein paar andere Triumphe erleben, aber schauen Sie sich bitte das hier mal an. Das soll ein Herzkranzgefäß darstellen, in welchem ein Schlauch liegt. Und mit diesem Schlauch wird ein Ballon aufgeblasen mit dem Druck eines LKW-Reifens und da können Verengungen der Herzkranzgefäße an die Wand gedrückt werden. Also ein wunderbares Verfahren, um Engstellen wieder aufzudehnen. Dann kommt noch so ein kleiner Mini-Maschendrahtzaun hinein und dann soll das Gefäß hoffentlich aufbleiben. Ich hatte neulich mal einen Patienten, der hatte ja eigentlich sehr harmlose Herzrhythmusstörung. Man hat dann trotzdem mal einen solchen Katheter gemacht, wäre eigentlich medizinisch gar nicht indiziert gewesen. Ja, und wie es der Teufel so will, dann hat man mehrere hochgradige Stenosen gefunden, 50, 60, 70%. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel Stents er denn bekommen habe. Stents, das sind diese Maschendrahtzäune mit der Aufdehnung. Er sagte, ja, sein Schwager, der ist Kardiologe. Und er sagte, na, wir legen erstmal keinen Stent, wir machen erstmal eine Ischämie-Diagnostik. Wir gucken erstmal, ob diese Engstellen in den Gefäßen tatsächlich auch zu einer Durchblutungsverminderung führen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir gar keine Stents legen. Das steht auch so in den Leitlinien drin. Üblicherweise ist es aber so, dass wenn Engstellen gesehen werden, dass sie dann sofort aufgedehnt werden. In vielen Fällen völlig überflüssig, manchmal sogar schädlich. Dieser Patient hat also keine Engstellen und er wurde nicht gestentet. Er wurde leitliniengerecht behandelt, was nach meiner Erfahrung aber häufig nicht der Fall ist. Hier sehen wir mal ein Beispiel für ein Medikament. Üblicherweise, wenn Gefäßverengungen vorliegen oder das Cholesterin erhöht ist, dann gibt man ja gerne die Statine. Was wir hier im Vordergrund sehen, sind aber keine Statine, das ist das Pulver aus dem roten Reis. Das wäre quasi die natürliche Alternative. Und ich könnte meinen Vortrag auch nennen zwischen Erfahrung und Evidenz, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wie viele andere auch, dass wir mit dem roten Reis tatsächlich das Cholesterin sehr, sehr gut senken können. Und es gibt mittlerweile auch Studien dazu, die das belegen. Und es gibt sogar Studien, die die klinische Wirksamkeit belegen. Das heißt also, wir haben tatsächlich mit der Cholesterinsenkung durch roten Reis auch weniger Herzinfarkte und Herztodesfälle. In der Regel wird aber ein Statin der Industrie gegeben. Ja, ganz einfach, weil es auch wirtschaftlich sehr attraktiv ist. Ich habe mal versucht, Umsatzzahlen zu den Statinen zu bekommen. Obwohl man im Internet sonst alles findet, war das wirklich sehr schwierig. Die aktuellsten Zahlen waren noch von 2004 gewesen, von 19 Jahren. Da war der weltweite Umsatz an Statinen 19 Milliarden US-Dollar. Ich denke, das dürfte heute ein Mehrfaches betragen. Ja, und auch hier mal ein Fallbeispiel. Eine ältere Dame hat ein Cholesterin von 287 Milligramm pro Deziliter. Das ist schon ziemlich hoch. Das schlechte LDL ist mit 185 auch nicht so, wie es die Kardiologen haben wollen. Immerhin das gute HDL ist mit 73 gar nicht schlecht. Triglyceride sind völlig normal. Blutdruck ist okay. Und die Patientin hat keinen Diabetes, keine Familienanamnese, also in der Familie, in der Umgebung, sind keine Gefäßerkrankungen vorgekommen und sie rauchte auch nicht. Würde man dieser Patientin, naja gut, Cholesterin ist ja noch keine Krankheit, ist ja nur ein Risikofaktor, würde man dieser Frau einen
Cholesterinsenker geben oder nicht. Und ich denke mal, die allermeisten Ärzte würden dies ganz klar tun, sogar mit der Drohung, wenn man da jetzt nichts machen, dann haben sie in 3 Jahren einen Herzinfarkt. Schauen wir uns doch mal die Leitlinien an. Und es gibt Risikorechner, mit denen man das individuelle Risiko aufgrund bestimmter Risikofaktoren berechnen kann. Ich habe das mal getan für diese Dame. Und das Risiko für einen Herzinfarkt innerhalb der nächsten 10 Jahre lag bei unter 4%. Und die Leitlinien besagen, wenn wir im roten Bereich sind, das ist ein Bereich von über 20% Risiko für Herzinfarkt in den nächsten 10 Jahren, dann sollten wir das Cholesterin schon medikamentös behandeln. Im gelben Bereich zwischen 10 und 20% kann man sich streiten und unter 10% darf gar nicht behandelt werden. Und diese Dame ist weit davon entfernt. Nach den Leitlinien dürfte sie nicht medikamentös behandelt werden. In den meisten Fällen wird sie das aber. Und hier arbeitet die Medizin dann nicht mehr kompetent, sondern eigentlich nur noch kommerziell. Nächstes Beispiel: Engstellen an der Halsschlagader. Wir sehen das hier, das sind zwei verschiedene Gefäße, zwei verschiedene Abbildungen. Das ist die Arteria carotis, die Halsschlagader. Und wir sehen hier ein ganz dicker Plak und das Gefäß ist ja möglicherweise zu 40% eingeengt. Und hier unten sehen wir sogar noch deutliche Einengung, ja. Ganz starke Einengung. Das Gefäßlumen ist nur noch ganz, ganz dünn und das Bunte, das ist hier die Blutströmung, die man hier erkennen kann mit vielen Turbulenzen durch die Gefäßverengung. Ja, sollte man diesen Patienten behandeln mit Aspirin, mit Statinen? Was sagen hier die Leitlinien? Und ich denke, die meisten Ärzte würden in beiden Fällen sofort zu den Medikamenten greifen. Die Leitlinien sagen, eine Gefäßverengung an der Halsschlagader sollte erst dann behandelt werden, wenn die Gefäßverengung mindestens 50% beträgt, vorher nicht. Also diese obige Gefäßverengung darf nach den Leitlinien nicht mit Aspirin und Statin behandelt werden, die untere schon. In der Regel wird es aber ganz anders gehandhabt. Wir schreiben jetzt, wo ich den Vortrag halte, das Jahr 2023. Und in den letzten 3 Jahren hatten wir ja eine gewisse Krise. Wir alle wissen, was gemeint ist. Ich habe Ihnen da mal eine Abbildung davon gebracht. Ja, ich werde gleich auf die richtige Krise eingehen, möchte aber mit dem Corona-Bier beginnen. Warum? Können Sie sich noch erinnern, was in Supermärkten Anfang 2020 mit Start der Pandemie plötzlich aus war? Ja, ich glaube, die meisten wissen es noch. Es gab kein Klopapier mehr. Die Kunden haben sich ja um jede Rolle Klopapier geprügelt. Das war aber nur in Deutschland so. In Frankreich war der Rotwein knapp und in Italien die Kondome. Also jeder, wie es braucht. Was hat das nun mit Corona zu tun, mit dem Corona-Bier? Ich habe damals eine Meldung gehört, dass die Corona-Brauerei kurz vor der Insolvenz steht. Na gut, unser heutiger Wirtschaftsminister, der damals noch nicht im Amt war, der würde dann mir sagen, naja, wenn die Corona-Brauerei insolvent ist, dann heißt das ja noch nicht, dass sie pleite ist. Das heißt ja nur, dass sie kein Bier mehr braucht. Braut. Ja. Und als ich das gehört habe, dass die Angstkampagne so erfolgreich war, dass die Leute aus Angst kein Corona-Bier mehr getrunken haben, da habe ich gedacht, okay, kognitiv, rational und auch emotional, psychisch werden wir, glaube ich, nicht so ganz gut durch die Krise hindurchkommen. Und mein Glauben an den gesunden Menschenverstand und an die Schwarmintelligenz habe ich auch so ein wenig verloren. So, jetzt kommen wir aber mal, jetzt kommen wir ja wirklich zu diesem Corona, zu dem Virus. Und ich möchte da wieder einen Triumph der Medizin schildern. Es wurde ja innerhalb weniger Monate eine Impfung aus dem Boden gestampft. Okay, wir wissen, das ist keine Impfung, es ist nach wie vor eine Gentherapie. Und bitte ersparen Sie mir jetzt das Fass mit der Impfdiskussion
aufzumachen. Ich habe ja einige durchaus kritische YouTube-Videos dazu auch verfasst. Aber ich denke mal, aus der Sicht der Gesundheitspolitiker, vieler Ärzte und auch des großen Teils der Bevölkerung, war die Corona-Impfaktion ein riesengroßer Erfolg der modernen Medizin. Was mich ein bisschen gewundert hat und ja auch wirklich entsetzt hat, dass auch hier, wie schon beim Cholesterin, bei den Gefäßverengungen, rein mechanistisch, reduktionistisch gedacht und gehandelt wird. Da ist eine Verengung im Gefäß, das müssen wir wegdrücken. Da ist hohes Cholesterin, das müssen wir medikamentös senken. Da ist ein Virus im Umlauf, dem müssen wir mit bestimmten Isolationsmaßnahmen, die auch gar nicht immer verkehrt waren, also kann man auch nochmal drüber diskutieren, oder mit der Impfung begegnen. In der gesamten Diskussion, jedenfalls, ich habe keine solche Talkshow gesehen, wurde nicht über das Immunsystem geredet, nicht darüber, was wir selber tun können, um uns vielleicht gut gegen Viren wehren zu können. Nicht, was wir von unserer Geisteshaltung mit Entspannungsverfahren, mit gesunder Ernährung, mit Bewegung, mit physikalischen Maßnahmen wie Sauna oder auch mit Nährstoffen wie Vitamin D und Omega-3 tun können, das wurde völlig verschwiegen. Ja, und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie kommen wir denn durch die Krise hindurch und wie wird sich denn danach dann die Medizin im dritten Jahrtausend entwickeln? Und ich habe mal so eine Utopie und eine Dystopie aufgestellt, habe da mal zwei Bücher stellvertretend dafür herausgekramt. Also hier mal die schöne neue Welt von Aldous Huxley. Okay, da war ja auch nicht alles so utopisch, aber ja, mal als Beispiel für eine Utopie. Ich habe mir so gedacht, ja, wenn wir wirklich aus der Krise lernen könnten, wir müssen als Gesellschaft, als Einzelner damit gut umgehen. Wir müssen ganzheitlich denken lernen und an viele Dinge gleichzeitig denken und nicht nur monokausal eine Ursache behandeln, dann könnten wir wirklich sehr viel und sehr Gutes aus der Krise lernen. Ist leider nicht passiert. Ich befürchte, es geht eher so in Richtung auf eine Dystopie. Beispielhaft dafür der Roman von George Orwell 1984, Überwachung. Es könnte in Richtung auf eine autoritäre Demokratie oder gar auf eine Diktatur hinauslaufen. Einiges spricht dafür. Wir haben es immer noch in der Hand, aber ich bin mittlerweile so ein bisschen pessimistisch geworden. Nebenbei, Aldous Huxley hat auch was sehr Schönes gesagt vor etwa 100 Jahren. Er hat gesagt, die medizinische Diagnostik ist so gut geworden, dass praktisch überhaupt niemand mehr gesund ist. Und es gibt mittlerweile auch eine sehr schöne Definition von Gesundheit. Danach ist derjenige gesund, der noch nicht ausreichend diagnostiziert worden ist. Also wenn wir intensiv genug suchen, finden wir eigentlich bei jedem eine Krankheit. Und ja, es gibt ja mittlerweile auch die Krankheit des Ungeimpftseins. Gibt es mittlerweile eine eigene Krankheitsziffer des ICD-Schlüssel. Ich habe auch da ein Video drüber gemacht. Wer also aus welchen Gründen auch immer, weltanschaulichen Gründen, medizinischen Gründen, egal was, nicht gegen Covid-19 geimpft ist, weist eine bestimmte Krankheit auf. Das ist einfach unglaublich. Ja, und ich komme langsam zum Ende, nicht ohne noch mal ein bisschen politisch zu werden. Die WHO, habe ich immer gedacht, das ist ja die Weltgesundheitsorganisation. Die wird finanziert von den Staaten der UNO. Und ich musste erkennen, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das kann jeder nachlesen. Die WHO wird zu über 80% finanziert von der Bill Gates Stiftung und von Pharmafirmen. Und ob die dann noch die Interessen der Weltbevölkerung und des Einzelnen im Auge haben, da mag sich jeder seine Gedanken drüber machen. Und die WHO greift bereits jetzt in unser tägliches Leben ein. Ich habe das selber in den letzten Wochen bemerken müssen. Zwei meiner YouTube-Videos wurden gelöscht. Begründung von YouTube: Ich hätte gegen WHO-Richtlinien verstoßen. Ich habe wissenschaftliche Studien zitiert, die in hochrangigen Journalen abgedruckt worden waren. Ich habe die nur wiedergegeben. Ich habe noch nicht mal große eigene Kommentare dazu abgegeben. Aber da stand was drin, was die WHO nicht so gerne sieht. Und darum wurden diese Videos gelöscht.
Und im Moment versucht die WHO gerade eine Gesundheitspolitik auf die Beine zu stellen, der sich alle Staaten anschließen müssen. Also wenn die WHO eine neue Krise, eine neue Epidemie ausruft und sagt, ja, da müssen wir jetzt einen Lockdown machen, dann können die einzelnen Staaten sich dem nicht mehr verschließen. Das finde ich einfach nur unglaublich. Und ich meine, wir sollten uns dagegen wehren. Ich hoffe, dieses Video wird nicht auch noch gelöscht. Das ist jetzt wirklich meine eigene subjektive politische Meinung. Ich hoffe, die darf man in unserem Land noch äußern. Ja, und damit komme ich auch schon ans Ende. Ja, unsere Medizin ist unglaublich kompetent. Was wir heute leisten können, das ist einfach so fantastisch und bewunderungswürdig. Aber manchmal wird dann auch ein bisschen zu viel des Guten getan. Und leider werden nur die Maßnahmen gefördert, die wirklich Geld kosten, beziehungsweise bestimmten auch Geld bringen. Und alle preiswerten Verfahren, Dinge, die nichts kosten, die man selber machen kann oder die als Nährstoffe für wenig Geld verfügbar sind, die fallen da leider hinten runter. Im Jahre 1900 hat der deutsche Pathologe Bernhard Naunyn einen sehr wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Medizin wird Naturwissenschaft sein oder sie wird nicht sein. Okay, das ist jetzt ein bisschen verengt. Ich denke, die Medizin ist nicht nur Naturwissenschaft. Wir sollten da auch noch ein bisschen Geisteswissenschaft mit dabei haben. Aber wenn man sich so anschaut, was in der Medizin heute passiert, hat man den Eindruck, viele betrachten die Medizin und das, was daraus folgt, tatsächlich fast nur unter naturwissenschaftlichen Aspekten. Das biologische System Mensch, was nicht nur physikalischen Gesetzen gehorcht und chemischen, fällt da so ein bisschen hinten runter. Und wenn ich mir so unsere heutige Medizin anschaue, dann muss ich sagen, die heutige Medizin ist eine sehr kommerzielle, eine sehr profitorientierte Medizin und sonst fast keine mehr. Und meine Forderung, und ich darf das jetzt fordern, ich befinde mich quasi auf heiligen medizinischen Boden in der Nähe des Asklepions von Hippokrates auf Kos. Und ich möchte daher fordern, die zukünftige Medizin muss eine ganzheitliche Medizin werden oder sie wird keine menschliche Medizin mehr sein. Alles Gute für Ihre Gesundheit. F. Caristo, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.